Hallo und herzlich willkommen bei Marius Musiknetz TV. Ich will euch heute das The Waterbar-Pedal aus dem Hause Moore vorstellen und wie das Pedal klingt und was das alles kann, das erfahrt ihr jetzt. Mit dem The Water hat es der Spezialist für Effektpedale im Mini-Format geschafft, ein klassisches Wah-Wah-Pedal zu verkleinern. Denn Moore Audio hat sich gefragt, ob denn ein Wah-Wah-Pedal unbedingt so riesengroß sein muss und ob es mit einem traditionellen Fußschalter ein- und ausgeschaltet werden muss. Und welche Funktionen es noch übernehmen könnte. Die Antwort heißt Moore The Water. Das Moore The Water liefert den klassischen Wah-Ton, den jeder Gitarrist von einem erstklassigen Wah-Wah-Pedal erwartet. Die hochwertige Elektronik inklusive True-Bypass-Schaltung wurde in einem stabilen Metallgehäuse verbaut. Die Pedalringe können durch Herausziehen erweitert werden. Die Pedalfläche wird dadurch vergrößert und das Feeling für die Pedalsteuerung wird dadurch verfeinert. Wird The Water nicht benutzt, kann man die Pedalringe wieder einklappen und das Pedal erhält die super kompakten Abmessungen wie jedes andere Pedal aus der Moore Mikroserie. Statt eines konventionellen Fußschalters ist The Water mit 4 Sensoren ausgestattet. Dadurch kann man sich voll auf das Gitarrespielen konzentrieren. Diese 4 Sensoren ermöglichen zudem eine weitere für ein Wah-Pedal ungewöhnliche Spielweise. Einfach mit dem Fuß auf das Pedal tappen. Dadurch wird der Wah-Effekt in kurzer Folge ein- und wieder abgeschaltet. Durch ein optional erhältliches Netzteil lässt sich das ausgefuchste Wah-Pedal mit Betriebsstrom versorgen. Mit dem The Water sind 3 Modes möglich. Sensor Mode, Hold Mode und Advanced Mode. Diese kann man wechseln, indem man das Pedal mit Strom versorgt und gleichzeitig den Sensor gedrückt hält. Im Sensor-Mode blinkt die LED einmal. Im Hold-Mode blinkt die LED zweimal. Und im Advanced-Mode blinkt die LED dreimal. Jetzt checken wir mal den Sensor-Mode, das heißt Pedal mit Strom versorgen. Die LED leuchtet einmal rot. Der Wah-Effekt ist nur aktiv, wenn das Pedal Druck bekommt. Gehen wir vom Pedal runter, befindet sich das Effektpedal im True-Bypass-Modus. Im Hold-Modus blinkt die LED zweimal. Will man nun den Wah-Effekt einschalten, tippt man das Pedal kurz an und schon kann man im Hold-Modus seinen gewünschten Wah-Sound einstellen. Durch nochmaliges Betätigen wird der Wah-Effekt wieder abgeschaltet. Der Advanced-Modus ist eine Kombination aus Sensor- und Hold-Modus. Befindet man sich auf dem Pedal, ist der Wah-Effekt aktiv. Geht man vom Pedal runter, schaltet sich der Effekt ab. Betätigt man die Sensoren zweimal, gelangt man automatisch in den Hold-Modus und kann sich da seinen gewünschten Wah-Sound auswählen. Yeah.
Das war's von mir zu Moore. The Water macht jede Menge Spaß, das Teil. Ich kann nur empfehlen, unbedingt mal anchecken. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Tschüss, euer Mario.